Ich kann euch mal die Skizze der Wohnung sagen. Ich zeige euch jetzt mal den Grundschnitt der Wohnung von mir. Also, es sind zwei Wohnungen, aber ich habe daraus eine gemacht. Also, sie werden zusammengelegt. Ungefähr hier. Hälfte, Hälfte, ungefähr. Und ich kann da machen, was ich will. Ich habe es selber so zusammengedingstert so. Dann ist hier oben das Schlafzimmer. Hier ist ein Ankleidezimmer. Hier ist eine Toilette. Hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Toilette, schlafen und Ankleidezimmer 1. So, dann ist hier ist ein Flur. Hier ist der Flur. Dann geht es hier so hoch. Also hier ist ein Flur. Hier ist die Eingangstür. Tür. Und hier ist irgendwo ein Abstellraum auch. Keine Ahnung, hier irgendwo. Und hier ist Ankleidezimmer 2. So. Das ist der erste Abschnitt der Wohnung. Der ist aber ein bisschen kleiner. Ich glaube, das hier sind so irgendwie, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube, das sind so 60 Quadratmeter. 25, hier ist eigentlich nicht viel, außer das Schlafzimmer. Ist auch ein größeres Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist ungefähr bis hier, würde ich sagen. Und hier ist Ankleider. Und dann das zweite ist, alles hier ist fast ein Wohnzimmer. Hier ist dann sozusagen der Flur. Der ist aber dünner. Hier so. Und dann ist alles offen. Alles ist offen. Komplett auf. Komplett offen. Das ist so 70 Quadratmeter oder so. Hier soll dann der Fernseher sein. Hier soll die Couch sein. Richtig fett. So eine richtig fette Couch, die so geht. So. Hier irgendwo ist die Küche. Hier fängt dann die Küche an. Ich habe hier irgendwo auch noch ein zweites Klo. Ich glaube, hier irgendwo ist eine Toilette. Und hier, Chat, ist mein Streamingzimmer. Das hier ist mein Streamingzimmer. Streamingzimmer, hier ist die Couch und alles ist offen im zweiten Bereich. Das ist das Streamingzimmer. Hier ist die Küche. Und dieser kleine Futzen hier ist das Streamingzimmer. Weil ich nicht so viel Platz brauche. Und Melina, die muss weit weg sein vom Schlafzimmer, weil wenn ich nachts rumschreie, dann hier ist so eine richtig fette Wand. Also das hier ist nicht so eine kleine Wand, sondern so eine echt dicke Wand. So wie eine Wohnung, also das ist eigentlich eine Teil, also das ist eigentlich so eine dicke Wand, dass das hier eine andere Wohnung ist, aber hier wird ein Eingang gemacht. Versteht ihr? Stream aus dem Abstellkammer. Ja, so in der Zeit. Abbezahlt? Ja. Die habe ich zu 100% abbezahlt. Ist privat. Ist der Aufbau nicht ein bisschen lost? Nee, habe ich mit einer Innenarchitektur gemacht. Ist super. Also so... die haben uns das auch so empfohlen. Ich meine, Streamingzimmer muss so weit weg vom Schlafzimmer sein, wie es geht, und das ist das Mögliche. Und da, wo das Schlafzimmer ist, muss eine Toilette sein und die Ankleidezimmer. Und hier ist so Haushalt sozusagen. Hier ist dann auch Waschmaschine. Das heißt, die Abteilung ist so eher Schlafen und eigentlich nur Schlafen und Anziehen. Und das hier ist Wohnbereich. Das ist eigentlich gut, weil dann ist das hier so der Privatbereich von uns. Wenn Besuch ist, die müssen ja nicht ins Schlafzimmer oder ein Ankleidezimmer. Hier ist dann ein großes Klo und hier ist ein großes Klo. Wisst ihr, was ich meine? Kinderzimmer gibt's nicht. Kinderzimmer ist noch nicht da. Kinderzimmer wird dann für den kleinen Matteo vielleicht ein Ankleidezimmer weniger. Aber es ist ja auch geplant, wenn wir Kinder haben, dass ich dann in ein Haus ziehe. Aber am Anfang wird es erstmal so ein kleines Ankleidezimmer passen. Wie großes Streamingzimmer? So wie das hier ungefähr. Mein jetziges Streamingzimmer ist 12 Quadratmeter groß. Alle denken, es ist größer. Es ist 12 Quadratmeter. Und das ist länglich. Und das sind, glaube ich, 10 oder so. Es ist ein Tick kleiner. Und ich schwör's dir, es hätte die Hälfte von diesem Raum sein können. Würde ausreichen. Die Hälfte von diesem Raum. Rechts, Chat, ist gar nichts. Rechts ist... Die Hälfte vom Raum wird gar nicht benutzt. Ich habe Erfahrung in sowas. Ich brauche theoretisch nicht viel Platz. Hinter mir, Chat, ihr denkt, ich habe hinter mir viel Platz. Das sieht so aus wegen Weitwinkel. Ich habe hinter mir kaum Platz. Toilette dann 50 Quadratmeter oder was? Die Toilette ist übertrieben groß. Das ist so eine richtig große, schöne Toilette. Also das Schlafzimmer ist größer. Ich habe das Lost eingezeichnet, Chat. Es ist ein echt großes Schlafzimmer und es ist eine echt große Toilette. Das Ankleidezimmer ist auch größer. Ich würde sagen, das Ankleidezimmer ist so groß hier. Das Ankleidezimmer ist offen zum Schlafzimmer. Da gibt es dann so eine Schiebetür. Die wird dann einfach aufgemacht und dann hier ist eher so Melinas Part und hier ist mein Part. Warst du schon mal dort? Also hast du schon alles gesehen? Es wird gerade gebaut, Neubau. Ach ja, und ich habe so eine komplette Terrasse, einmal komplett um die Wohnung. Ich habe hier einfach, ich kann überall rumlaufen. Das ist die Terrasse. Ich kann einmal hier komplett rumlaufen. Ich glaube, es gibt mehrere... Ich komme hier raus, ich komme hier raus, ich komme hier raus, ich komme hier raus. Ich habe übertrieben viele. Und es sind diese großen Fenster von Fußbodenfenster. Das ist auch geil. When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I'm gonna die, I'm gonna fight, I go down.